In diesem Video sprechen wir über den Bridge Mode der Vodafone Station, welche Vorteile und welche Nachteile der mit sich bringt und wann es Sinn macht, sich eine Fritzbox Cable zu kaufen. Los geht's nach dem Intro. Wer einen Vertrag bei Vodafone Cable abschließt, der bekommt in der Regel einen Router von Vodafone dazu. Gegen Aufpreis kann man sich noch eine Fritzbox kaufen, allerdings ist die Standardkonfiguration genau dieses Ding hier, nämlich die Vodafone Station. Erstmal müssen wir klären, ob das ein Router oder ein Modem ist. Dazu gucken wir mal auf die Rückseite und dann beantwortet sich eigentlich schon die Frage. Ich sehe hier, dass ich einen Kabelanschluss habe, also der geht quasi direkt in die Buchse, das heißt also in die Dose an der Wand. Das ist eigentlich so eine Dose, die man hier in der Wand hat. Entweder die hat hier schon diesen Multimedia-Anschluss obendrauf oder ich habe eine Dose, die so einen Klemmziegel hier benötigt. Und ja, dann kann ich auf die Dose das aufstecken und dann habe ich hier unten eben den F-Stecker und kann den dann mit meiner Vodafone Station verbinden. Danach fängt die an, mit dem Kabelnetz eine Verbindung herzustellen und stellt mir dann Internet bereit. Das Internet kann ich über WLAN oder über diese Ethernet-Ports dann eben abgreifen. Zusätzlich habe ich auch noch Telefoniefunktionen. Dazu gibt es hier oben diese zwei analogen Anschlüsse. Und jetzt ist auch die Frage schon beantwortet, ist das ein Router oder ein Modem? Es ist eine Router-Modem-Kombination. Also es ist beides. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, den Bridge-Modus zu aktivieren und damit könnte ich dieses Gerät jetzt wirklich nur zu einem Modem machen. Ja, schön wär's, das ist leider nicht der Fall. Denn wer mal versucht hat, den Bridge-Modus im Kundensender von Vodafone Kabel zu aktivieren, der wird gemerkt haben, dass das zwar an sich funktioniert und das Internet dann an eine andere Box weitergegeben werden kann, allerdings die Telefonie über die SIP-Daten funktioniert nicht, beziehungsweise Vodafone gibt einem gar nicht diese SIP-Daten. Die SIP-Daten sind die Daten, die man benötigt, um die Telefonie eben über ein anderes Gerät abzuwickeln. Das sind Zugangsdaten und ja, die bekommt man hier einfach nicht. Das liegt daran, dass im Bridge-Modus dieses Gerät Voice over Cable spricht und nicht SIP. Das heißt, die Telefonie würde weiterhin funktionieren und müsste zwangsweise von diesem Gerät hier erledigt werden. Nur das Internet, das hat dann quasi diese Bridge-Modus-Funktion, Telefonie würde weiterhin über dieses Gerät funktionieren. Ja, und was mache ich, wenn ich den Bridge-Modus gesetzt habe? Wie muss ich dann meine Heimnetzinstallation einrichten? Bridge-Modus bedeutet, dass die Firewall in diesem Gerät ausgeschaltet wird. Die Firewall ist sehr wichtig und Bestandteil eines jeden Internetrouters, denn sie trennt das Internet gegen euer Heimnetz ab. Zugriffe vom Internet in euer Heimnetz werden alle geblockt, außer ihr habt eine Portfreischaltung aktiv. Dann werden diese Anfragen weitergeleitet, ansonsten werden alle abgeblockt. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Bestandteil eures Heimnetzes und ja, eurer Sicherheitsarchitektur zu Hause, die ihr wahrscheinlich gar noch nie aktiv anfassen musstet. Aber ja, das sollte man eben wissen. Wenn man den Bridge-Modus ausschaltet, dann gibt es keine Firewall mehr in dem Gerät. Man benötigt also ein anderes Gerät, das diese Funktion übernimmt. Und da kommt eben ein anderer Router dann ins Spiel, wie zum Beispiel meine Fritzbox. Die gibt es natürlich in der Cable-Version, könnte ich die auch direkt hier anschließen an diesen F-Stecker. Allerdings könnte ich die jetzt auch, wie alle anderen Fritzboxen auch, einfach ja, als Router, der über Ethernet sein Internet bekommt, betreiben. Oder als IP-Client wird man dazu wahrscheinlich sagen. Ich stelle das Ganze mal ein bisschen um und dann zeige ich euch, was ich damit meine. So, wenn der im Bridge-Modus ist, dann schließe ich hier ein Kabel an. Und auf der anderen Seite bei der Fritzbox würde ich jetzt auch ein Kabel anschließen. Hier muss ich aber aufpassen, dass ich das Ganze in LAN 1 stecke. Sieht dann so aus. Denn wenn ich jetzt die Fritzbox konfiguriere, sagt er mir, ja, Internet bekomme ich über LAN 1. Und ab da trenne ich quasi das Heimnetz ab. Und das sieht hier auch natürlich schön aus, weil ich hier verschiedene Buchsen habe. Aber der trennt dann einfach das Heimnetz ab zu der LAN 1 Buchse. Und alles, was ich jetzt hier anschließe, wäre Heimnetz. Alles, was über WLAN reinkommt, wäre Heimnetz. Und alles, was bei LAN 1 reinkommt, ist Internet. Und dazwischen ist eben die Firewall der Fritzbox. Also das heißt, wenn Anfragen aus dem Internet kommen, also von der Vodafone Station auf die Fritzbox, dann werden die eben nicht ins Heimnetz weitergeleitet. Außer natürlich, ich habe eine Portfreischaltung aktiviert. Das ist jetzt erstmal die Theorie zum Bridge-Modus. Ich setze das Teil in so einen quasi Modem-Modus. Es ist kein richtiger Modem-Modus, weil er macht ja irgendwie die Telefonie über Voice-over-Cable noch mit. Da hätte ich mir gewünscht, dass er das eben nicht macht, aber gut, da lässt sich eben nichts dran ändern.
Gut, sei es drum. Wir haben jetzt die Vodafone Station einmal angeschlossen und ja, wir müssen jetzt noch die Fritzbox konfigurieren. Das ist jetzt schon der zweite Anlauf zu diesem Video und ich glaube, ich muss auch noch einen Moment warten, denn was jetzt hier passiert ist, ist, dass Vodafone gedacht hat, sie schalten mir meinen Router mal aus dem Bridge-Modus raus, um scheinbar ein Update oder sowas zu machen. Auf jeden Fall ist das Gerät jetzt nicht mehr im Bridge-Modus und ich kann es auch in meinem Benutzerinterface online gerade nicht in den Bridge-Modus schalten, weil hier angeblich ein Update laufen würde. Das heißt, ich bin jetzt erstmal hier zum Warten verdammt, dass da vielleicht ein Update reingeht oder das Ding sich wieder richtig anmeldet. Ich lasse das auf jeden Fall mal hier angeschlossen und zeige euch dann, wie es am Computer weitergeht. Tatsächlich, nach 24 Stunden Wartezeit bzw. einer Wartezeit über Nacht kann ich jetzt hier in meinem Kundencenter das Gerät in den Bridge-Modus schalten. Dazu gehe ich hier auf mein Kabel und auf Internet-Einstellungen. Damit das Ganze funktioniert, muss ich natürlich angemeldet sein. Und unter Internet-Einstellungen finde ich dann eben den Modus Bridge-Mode einstellen und hier klicke ich einmal auf Bridge-Mode anpassen. Und klicke natürlich immer wieder die Werbung weg, ja, hier ist leider kein Adblock drauf. So, und jetzt muss man diese ganzen Tipps hier einmal durchgehen, damit er einem tatsächlich diesen Bridge-Mode erlaubt. Finde ich ein bisschen witzig, aber hat auch ein bisschen seine Berechtigung. Denn man sollte schon sehr genau wissen, was man tut, wenn man eben den Bridge-Mode aktiviert. Was mir jetzt genau dieser Tipp helfen soll, das weiß ich nicht so wirklich, denn mein Router hat eine 192.168.1.1 IP, die er vergibt. Also ja, geholfen hat er mir jetzt erstmal nicht. PPT, ja, hat mir auch nicht geholfen. Und der hat mir auch nicht geholfen. Und jetzt kann ich hier eben, nachdem ich die Werbung wieder mal weggeklickt habe, den Bridge-Mode tatsächlich einschalten. Wichtig ist auch wirklich, was hier steht, denn die Firewall ist dann ausgeschaltet und WLAN ist auch deaktiviert. Das muss jetzt mein Router, der hinter der Vodafone Station klemmt, übernehmen. Ich klicke hier einmal auf Einstellung speichern. Klicke wieder die Werbung weg. Also das kann ja nicht deren Ernst sein, oder? Naja. Das dauert jetzt einen Moment und wir müssen jetzt mal warten, bis diese Änderung wirksam wird. Prüfen kann ich das halt immer, ob mein Router hier noch erreichbar ist. Der hört auf die 192.168.1.1 und solange ich hier dieses Webinterface sehe, naja, ist der halt noch erreichbar und der Bridge-Mode nicht aktiv. Deshalb gehe ich hier mal auf CMD und mache mal ein Ping-T 192.168.1.1. Solange der noch erreichbar ist, ist der Bridge-Mode wohl offensichtlich nicht aktiviert, deshalb warten wir jetzt einfach mal kurz ab, bis der Bridge-Mode sich aktiviert. So, innerhalb weniger Sekunden bricht dann die Verbindung zum Router ab. Das ist ein gutes Zeichen, damit wissen wir, dass der sich gerade in den Bridge-Modus versetzt. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, wir müssen auf unsere Fritzbox Cable gehen und dort überprüfen, wie der Stand der Dinge ist, ob die jetzt eventuell eine IP zugeordnet bekommt. So, ich habe mich jetzt hier in der Fritzbox einmal eingeloggt, gehe hier auf Internet und Zugangsdaten. Hier hatten wir ja schon eingestellt, dass der Internetzugang über LAN 1 verfügbar ist. Das heißt, er versucht sich jetzt einfach eine IP-Adresse zu ziehen vom Vodafone-Router bzw. von der Vodafone-Station. Ob das geklappt hat, kann ich dann zum Beispiel im Online-Monitor sehen. Hier steht jetzt, dass es geklappt hätte. Ich glaube es noch nicht so ganz. Brech mal hier diesen Ping-Lauf ab und mache mal Ping-T und pinge eine Adresse im Internet an und aktuell bekomme ich darauf keine Antwort. Das heißt, da läuft noch irgendwas und wenn ich mich mal rumdrehe zum Router, sehe ich, dass der auch noch blinkt und eine Verbindung zu Kabel Deutschland herstellt. Ich würde sagen, wir warten kurz ab, bis diese Verbindung aufgebaut ist und dann sollten wir hier letztendlich auch was sehen und dann schauen wir auch mal in der Fritzbox, welche IP-Adresse zugeordnet wurde. So, wie man jetzt sehen kann, ist die Internetverbindung wieder da. Wir wechseln zurück zur Fritzbox und können jetzt sehen, dass wir eine IP-Adresse aus dem öffentlichen Bereich bekommen haben. Beziehungsweise hier, das ist natürlich der DNS-Server, der interessiert uns jetzt hier weniger. Eigentlich hätte ich gerne mal gesehen, was der uns für eine IP zugeordnet hat. Will er uns nicht richtig verraten scheinbar? Vielleicht muss man das wieder mal auf die erweiterte Ansicht stellen.
Ah ja, okay, daran lag es, also immer die erweiterte Ansicht benutzen. Das ist unsere IPv4, die ist interessant und wenn man nach der sucht, dann findet man im Internet auch, nein, nicht hier in die Adresszeile, aber ich kann jetzt einfach bei Whois oder sowas mal die eingeben, Whois Tools, und dann werde ich sehen, dass das eben eine Adresse aus dem Vodafone-Netz ist und keine private, diese 192.168, die ich vorhin hatte, als der nicht im Bridge-Modus war. Na, hier Kabel Deutschland Customer Service ist der Netname. Das heißt, keine private Adresse, sondern aus dem Vodafone Kabel Deutschland Netz. Und wenn ich jetzt Freischaltungen ins Heimnetz machen will, dann ist dafür meine Fritzbox verantwortlich, wie ich es halt ganz klassisch kenne. Das heißt, ich kann jetzt jede Fritzbox, die ich möchte, hier anschließen, habe aber den großen Nachteil, dass Telefonie dann mit der Fritzbox nicht funktioniert. Und wenn ich jetzt den Bridge-Mode wieder ausschalten will, dazu gehe ich mal wieder in meine Benutzerführung hier bei Kabel Deutschland bzw. Vodafone. Ich habe mich immer noch nicht so richtig dran gewöhnt. Na, hier steht jetzt, dass der Bridge-Mode eingeschaltet ist und mit Bridge-Mode anpassen kann ich das Ganze natürlich wieder rückgängig machen und kann ihn jetzt wieder ausschalten. Ich lasse ihn jetzt allerdings eingeschaltet und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was über den Bridge-Mode gelernt und wie ihr den aktivieren könnt und wann der für euch eine sinnvolle Sache ist.